Moin moin meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever hier in Staffel 4 auf Kante zockt. Mit dabei haben wir den Manu. Hallo. Immer mit Tipps und Tricks wieder an meiner Seite. So, endlich mal wieder ein bisschen gesmoost, ja. So, wir haben jetzt hier zur Unterstützung noch zwei Solo-Wagen dazu genommen, um halt hoffentlich hier die Abforderung ein bisschen zu erhöhen. Und dann endlich mal die Kunststoffe hier in Gange zu bringen. Aber hier liegen auch schon so viel Stahl zur Warenproduktion rüber. Eigentlich ist das totaler Quatsch. Eigentlich müssten wir das hier mit Kunststoff machen und nicht mit Stahl anliefern. Ja, Ölraffinerie sagt, holt mehr Einheiten ab. Würden wir ja gerne. Dafür müsste er mehr produzieren und vor allen Dingen auch mehr abfordern. Er sagt natürlich, wir brauchen eigentlich gar nicht so viel. Wir nehmen erstmal Stahl. Nö. Stahl wollen sollen sie aber nicht haben, weil das beides zusammen ergibt die Nachfrage nach Brettern. Aber das Produkt 1300 Einheiten, also das haut noch nicht so ganz hin. Das ist ein bisschen schade, finde ich. So, Ölraffinerie lassen wir jetzt ein bisschen meckern. Was wir noch machen müssen. Und zwar sind hier so viele Einheiten, dass wir nicht alle wegbekommen und wir müssen den noch mal ein bisschen verlängern. Details, automatische Ersetzung, Diesel, elektrisch war das. Ne, da lief eine Diesel-Lok drauf. Ja, es gibt 246. Meine ich doch. Ja, das merken wir uns für gleich. So, da fährt sie nämlich. Die Diesel-Lok haben wir. Und jetzt die fantastischen Wagen. So, jetzt haben wir 5 Stück, 152 Meter. Dann nehmen wir noch das Glättungstool nochmal dazu. 197, 205. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug. Machen automatische Ersetzung an. Sagen jetzt nochmal, also ja, jetzt ersetzen. Kostet uns nochmal 23 Mille. Haben wir dann auch unsere Ruhe. So. Jetzt müssen wir hier mal gucken, der sieht schon ganz schön rostig aus. Der sieht echt schon ganz schön rostig aus. Klingt auch schon ganz schön kaputt. Wir haben da aber auch ordentlich Fahrzeuge drauf. Eigentlich ist er noch gar nicht so alt. Fahrzeugersatz haben wir nicht eingestellt. Also machen wir jetzt nochmal fix einen Fahrzeugersatz. Hier kommen die, die wir so gerne mögen. Ja, ersetzen bei 100%. Achso, nee, nicht sofort ersetzen. Wir haben jetzt einfach nur die automatische Ersetzung reingemacht. Da meckert auch schon bei dem nächsten. Und jetzt müssen wir auch noch was ersetzen, denn die Fahrzeuge werden langsam alt und kosten langsam richtig Kohlen, ne? Und müssen wir gerade mal warten, bis das Spiel fertig geladen hat. Ja, hier bei dem wollte ich auch noch was machen. Hat im Moment gar nicht so viel Brotproduktion. Ist das hier so gut abgedeckt? Ah, hervorragend, 91%. Werkzeug, 89%. Alter Schwede, die Stadt muss ja nur wachsen, ist alles hervorragend. Mal die Diagramme reingeschaut. Warte, was? Mal ins Diagramm reingeschaut bei Göttingen. Ja, wächst. Können wir mal gucken, ob die jetzt schon Kantori, hier wollte ich gerade sagen, Aschaffenburg überholt haben? Nö. Aschaffenburg ist erster, zweiter Dresden, ne, gar nicht mal, Bevölkerung. Aschaffenburg erster, Dresden zweiter, Göttingen dritter. Mit 6 mehr als München. Oh, München hat sich aber auch ganz schön gemausert, oder? So, was sieht das jetzt hier aus mit der Stahlproduktion? Jetzt schon wieder in die Knie. Da hinten türmt sich schon wieder das Eisen. Aber er sagt, wir sollen mehr Kohle anliefern. Hm, okay. Hier liegt auch kaum Brot rum. Was ist mit der Brotproduktion hier los? Ich versuche mehr Getreide anzuliefern. Das ganze Getreide ist auf der Autobahn. Und die Stadt hat sich das auch schon wieder vereinnahmt, ja. Ja, dann sollte man da noch mal langsam über einen Butler nachdenken. Der Strecke. Ja, jetzt müssen wir aber erstmal den Einzug ersetzen. Das geht ja sonst gar nicht mehr hier. Und zwar haben wir den ja hier schon in der automatischen Ersetzung drin. Den machen wir jetzt aber mal bei 75%. Weil das jetzt seine Zeit erreicht und kostet jetzt anstatt
4,6 Millionen schon 6,6 Millionen im Jahr. Also 2 Millionen mehr im Jahr plus 44%. Deswegen setzen wir den jetzt mal ein bisschen früher. Das heißt, er wird gleich ersetzt werden. Müsste zumindest. 153 wird auch Warenproduktion sein. Genau, bringt Holz und Waren. Echt jetzt? Also bringt er echt Holz von oben hier mit runter. Und von hier aus nimmt er Holz wieder mit hoch. Ja, von hier aus nimmt er Holz wieder mit hoch. Das ist ja etwas strange, ne? Aber es macht ja nichts. Hauptsache, wir kriegen hier was produziert. Ja, so langsam wäre das Potenzial auch an Kunststoff mehr. Vielleicht merken die das ja irgendwann nochmal. Gut, das heißt, wir haben jetzt den Zug ersetzt, den anderen Zug haben wir ersetzt. Ja, dann können wir uns jetzt eigentlich daran machen, eventuell das Getreide auf die Schiene zu bringen. Oder... Warte mal, wir müssten dann ja... Den innersten haben wir noch frei. Da kommen wir nicht mehr mit rüber. Wir müssten quasi hier hinten rausgehen. Da uns irgendwie durchzwängen vielleicht noch. Ich wollte eigentlich Personenverkehr machen. Ne? Oh, da kommen wir echt noch mit durch. Oh, das ist ja cool. Wollen wir jetzt hier rumgehen? Das wäre jetzt auch ein bisschen zu schön gewesen, wenn das jetzt auch noch geklappt hätte. So, so. Gehen wir hier unten durch. Hoffe ich. Ja, klappt. 80 wollen wir nicht haben, wir wollen ein bisschen mehr haben. Wollen wir ein bisschen Schwung hier reinkommen. 120 ist schon ganz gut. Gute Nacht, mein Schatz, ich liebe dich. 91 ist mir ein bisschen wenig. 113, 117, 120, aber es wird ja eh nur ein Butler werden wahrscheinlich, ne? Müssten wir eigentlich oben rüber gehen. Und mal hoffen, dass es klappt. Wird eine knappe Geschichte. Schon bau eine Brücke. Werd eine Brücke. Soll nicht so werden. Wieder genauso. Ne, kommt noch flacher. Dann fangen wir hier schon mal an. Ja, das sieht besser aus. ...106, vielleicht noch auf 115, 117, 18, 120, komm. Klack. Feldjäger fordert gerade ein Brückenbauverbot. Brückenbauverbot, wie soll ich denn das machen? Ich muss ja irgendwie rüberkommen, sonst kreuze ich mich ja damit sozusagen. Okay, bauen wir erstmal den Bahnhof dahin. Derweil kann ich ja mal ein paar News vorlesen. Was? News? Oh nein! Daily News! Verband der Kfz-Werkstatt der Kantweiz besorgt über Auftragsrückgang durch Neuanschaffungen bei der New Kante Logistik Group. Die fetten Jahre sind rum, so der Verbandssprecher Hilmar Rath.
Die neuen LKWs sind deutlich weniger wartungsintensiv und müssen nur alle 100.000 Kilometer zur Inspektion. Es wird vermutet, dass es zu Stellenstreichungen von mehreren hundert Stellen kommen wird. Das alles nur wegen dem Spleen des Geschäftsführers, immer das Neueste vom Neuesten im Fuhrpark zu haben. Den Spleen. So. Das hätten wir. Und jetzt am besten... Ha! Ein Traum. So, das ist das. Linke Gleis und geht hier ins... Ja, wir haben nur eins. Ja, hätte ich selber nicht besser machen können. Deswegen Lob an den Bauer. Danke. Ja, natürlich kriegt Bauer Horst gleich wieder einen Ersatz. Ja, also. Da braucht die Zeitung gar nicht erst was drüber zu schreiben. Flabby, wofür sind eigentlich die Felder gut? Als Deko. Also die haben nicht wirklich eine Aufgabe hier in dem Spiel. Wirklich, in diesem Spiel sind sie halt nur Deko. Sollen darauf hinweisen, dass da irgendwie was ist wie ein Bauer. So, da wir hier eh nur erstmal einen Zug fahren lassen werden. fahren lassen. Läuft den Raum zum Ernten, Fragezeichen. Ja. Was die Felder betrifft. Könnte man auf jeden Fall denken. So, Züge kaufen. Wir werden ja, was war ein Butler war gewünscht, ne? Ja. Was nicht, ein Diesel? Ne. Ein Butler oder eine 203 könnten wir auch nehmen. Die 203 hätten wir schon lange nicht mehr gehabt. In diesem SBB Blau-Rot. Ist es Cargo? Cargo, ja. Oder RRF hätten wir auch noch in Grün-Gelb. Ich finde, die Cargo sieht besser aus. Ja, die Ölraffinerie meckert immer noch. Ja, die Flying Junction, hi Levin. Flanko. Ja, Bahnhof anschließend ist auch eine tolle Idee auf jeden Fall. 1, 2, nehmen wir 2 von den Cargos. Gibt es ja nicht in Vorwärts, Rückwärts. Und Güter, nehmen wir wieder die Triebwagen oder was? Würde ich fast sagen. Wobei du fährst Getreide. Da könnten wir uns auch mal nochmal diese Doppeldecke angucken. Ach, jetzt sagt er gerade. Ja. Und die fahren auch 160, die anderen. Brauchen wir gar nicht. Ja, könnten wir auch mit den anderen machen. Könnten wir. Moment, hier gibt es nur Vieh. Könnten natürlich auch Vieh fahren, ne? mit den Roros. Roll on, roll off. Naja. Bals können auch keine Getreide. Du wirst ja mit den Schiebewandwagen. Die Strecke ist ja nicht so lang. Ja. Hätten wir mal auch wieder. Im Angebot, ja. Einmal eine Abwechslung von jedem Schiebewagen ein, oder? Ja. Sind wir bei. Ja, da sind wir dabei. Den hatte ich gerade. Den fällen wir nach. Den. Diese Sendung wird unterstützt durch Produktplatzierung. Den nochmal, den hier, was dunkel. Oh, ein Taido ist im Chat. Ich mach die 400 Meter mal voll. So, und das letzte ist Ikea. War das jegliche Zusammenhang mit handelnden Personen ja. frei erfunden? Ja, richtig.
Getreide. Achso, warte mal. Güterzug. Getreide. Brotfabrik. Wie heißt das hier? Aschaffenburg. Aschaffenburg. So, jetzt von hier aus soll er dahin fahren. Das ziehen wir beiseite. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das auch nicht. Jetzt müssen wir hier nämlich noch eine Straße verbinden. Ja, das sieht toll aus. Nein, sieht's nicht. So, jetzt sieht das einheitlicher aus. Gut, auf geht's. Achso, warte mal. Erstmal können wir die nicht umändern. GZ, Getreide, Brotfabrik, Aschaffenburg. Okay, fährt dahin. Das gucken wir uns an. Oh, hier ist aber Verkehr. Aber während ihr euch die Loks anguckt, kann ich noch mal ein bisschen meinem Hobby nachgehen. Das wollte ich nicht. N, genau. Schöne Schiebebahnwagen. Kommt schon wieder der nächste hier. Hier ist aber ein Verkehr, oder? Hier ist richtig Bewegung, meine lieben Zockerfreunde. Das ist, der bringt gerade Baumaterialien mit. Ich glaube, die sind ein bisschen zu schwach, ne? Das ist mittelmäßig. Habe ich von jedem zwei oder vielleicht auch mal einen dritten, ne? Fast von jedem zwei. Ja, okay, warte mal, habe ich noch einen für euch. Da. Was? Das ist eine ganz klare Aufgabe für das Glättungstool. So, jetzt fahren wir die Strecke natürlich mal mit, so wie wir das immer machen. Ist immer wieder was ganz Neues. Eine Rangiereinheit nimmt seine Arbeit auf. Welcher neuen Zuglinie, Levin? Er meint wahrscheinlich den Hochgeschwindigkeitsholzzug. Ja, wahrscheinlich. Den Hochgeschwindigkeitsholzzug sind wir mal mitgefahren. Da können wir aber gleich auch nochmal gucken gehen. Sieht da die Produktion noch entwickelt? Echt so schlimm, Feldiger? Oh ja, da kann ich schon das Licht am Ende des Tunnels sehen. Oh, hallo Licht am Ende des Tunnels. Hallo Kante. Das Licht kann reden. Machen wir aber Lärm. So. Jetzt sind wir einmal die Strecke abgefahren. Das heißt, sie wissen jetzt, dass wir auch da fahren und werden dann hier drüben den Verkehr einstellen. Hier sind auch schon die ersten Sachen. Ach, du ahnst es nicht. Jetzt fährt er wieder Vieh raus, ne? Ja. Ist ja nicht schlimm. Nö, ist auch nicht schlimm. Aber jetzt wird es etwas krass, glaube ich. Wir haben hier drauf, weiß ich gar nicht, wie viele Fahrzeuge. Wir können einfach mal gucken, sofort ersetzen. Während 25 Fahrzeuge sind da drauf. Und jetzt wollen wir das Ganze in der Linie haben und sagen der Linie jetzt,
alle Fahrzeuge ins Depot schicken und verkaufen. Und Linie löschen. So, und jetzt wächst das nämlich hier und dann kann der Zug das alles mitnehmen. Ah, die Ölraffinerie, ey. Ich glaube, die will uns ärgern. Müssen wir doch die bei Hamburg hinten nehmen. Nee, fordert kein Öl ab. Der hat zwar Potenzial von 410 Einheiten für das Produkt, die an Abnehmer geliefert werden können. Ach, guck mal, jetzt auf einmal hat er wieder Bedarf. Was ist da denn los? Zu wenig Durchsatz. Auf der Linie. Brauchen so lange. Wir hatten einen Takt unter einer Minute, oder? Wir haben jetzt einen Takt von 59 Sekunden auf der Öllinie und 72 Sekunden auf der Kunststofflinie. Dann reduzieren wir bitte den auf der Kunststofflinie auch unter 60 Sekunden. Unter 60 Sekunden? Mhm. Also ein LKW mindestens noch. Haben wir denen das überhaupt gesagt, dass die nur Kunststoff fahren sollen? Ich glaube, die haben gar keine andere Wahl, ne? Jetzt glaube ich nichts anderes mehr. Ui. Der Glaszug ist da. Fährt 120 sogar. Die MANs fahren 120, das ist ja dreist. Ja. Das müssten eigentlich die Öldinger auch noch aufrüsten. MANs mit Grain, nein. Aber wir hatten auch MAN mit. Hallo Fumisan. Mit runde Ladung, wollte ich gerade sagen. Okay, also nehmen wir jetzt hier. Wir können ja die anderen ersetzen. Müssen wir gleich zwar noch die schnellere Straße machen, glaube ich. Ja, was fährt die? 70, 80, da geht's 100. Aber schneller als 100 geben die Straßen ja gar nicht her. Also ist das auch wieder Quatsch. Kosten 82.000. Und wenn du die Scanias nimmst und nur auf Öl umstellst? Dann fahren die. Welche, die Scania? Es gibt ja genug Scanias hier. Habe ich ja schon alle auf Öl umgestellt. Volvos. Die was? Die Volvos, die da jetzt drauf sind. Die Volvos, ja. Achso, die ja. Scanias meinst du jetzt? Ja, Scania zum Beispiel. Die Volvos? Ach, die Volvos fahren nur 80. Genau. Okay. Was ist denn mit diesem Scania Tanktrailer? Unten drunter, unter den Volvos oder unter den Volvos. Ja. Bauen. Nur ersetzen wir gleich. Fahrzeugersatz rausnehmen. Ich wusste nicht, dass sie nur 80 fahren. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ey. Ich auch nicht. Und hier unten ist noch der MAN-Tanklaster. Kostet 82,8. Schafft 20 Einheiten. Und das Scania kostet 123 und schafft 36 Einheiten. Ja, und das MAN ist 120 schnell, den gehen wir gar nicht nutzen. Doch lieber Einheiten. Naja, ja, aber erstmal müssen wir ja die Takt hin haben. Das ist ja günstiger, erstmal die anderen. Boah. Ich bin ja eher der günstige Fahrer. Ein sofort ersetzen. 600.000, ja, das können wir uns ruhig mal leisten. So, dann nehmen wir noch die andere Linie, da wo die jetzt drauf fahren. Die werden wir auch noch mal ersetzen. Fahrzeuge, ja, egal. Kommt noch ein Fahrzeugersatz drauf, Kunststoff.
Ja, einmal die All Cargo. Was hat der Flat? Guck mal, der Flat kann Kunststoff. Sagen wir dem nur Kunststoff. Okay. Ein. Ersetzen. Ja. Kriegen schon fast noch was wieder, glaube ich. So, wie sieht jetzt die Holzproduktion aus? Kommt nicht in Gang, ey. Weil die von den anderen mitbeliefert werden. Weißt du, was wir machen? Den Hin- und Herverkehr, den ändern wir jetzt mal. Auch wenn wir dadurch die Warenproduktion erstmal ins Stocken bringen. Aber das ist alles andere ist Quatsch. Also nur ausladen dann in Göttingen, oder? Genau, Göttingen nur ausladen. Nur entladen in Göttingen. Dann können sie nämlich von da nichts mehr mitbringen und die müssen jetzt sehen, wo sie jetzt was anderes herkriegen. Und fordern dann hoffentlich mehr Bretter ab. Weil die liegen hier natürlich rum. Amix kriegt gerade einen Herzinfarkt. Warum? Weil ich die Scania so gekauft habe? Wie kann man einen MAN einem Scania vorziehen? Raufende Haare. Ja, raufende Haare. So, hier muss ich aber auch noch eins machen. Das ist gut, dass die automatisch ersetzt werden. Aber da sie jetzt diese Baumaterialien mit hin und mit zurückschleppen, würde ich eigentlich ganz gerne auf dem Hinweg schon in den Aschaffenburger Güterbahnhof mit reingehen. Stopp machen. Ja. So dass er nämlich auf dem Hinweg schon die Sachen hinbringt und wir hinten aus Göttingen den ganzen Kram, der hier rumliegt, mal mitnehmen können. Gut. Ich hoffe, das klappt alles. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sind nämlich schon wieder, wir wollten kürzere Folgen machen. Klappt wieder nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Denkt dran, täglich 17 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Euer Kante. Tschüss.